Willkommen zu Focus 5 News. Letzte Woche, am 10. Januar 2011, wurde zum ersten Mal in der Geschichte in der Schweiz ein Werbespot im Fernsehen untertitelt. Bis jetzt sind es nur die Werbespots des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, welche untertitelt sind. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit drei Gruppen realisiert, mit dem BAG, den SRG-Unternehmen PubliSuisse und Swiss Teletext. Im Moment wirbt die TV-Spot-Kampagne des BAG für das Thema Nichtrauchen. Die Untertitelunternehmen sagen, dass es möglich ist, später weitere Werbungen zu untertiteln. Zwischen 19 und 22 Uhr zur Hauptsendezeit laufen diese Untertitel auf den Kanälen SF1, SF2, TSR1 und RSI mit Teletext 777. Diese Spots sollen auch zugänglich sein für die 500.000 Menschen in der Schweiz mit einer Hörbehinderung, wovon rund 10.000 davon gehörlos sind. Die Organisation Look and Roll organisiert hier in Zürich zum dritten Mal Kurzfilme zum Thema Behinderung. Diese Kurzfilme werden am 31. Januar im Sphere gezeigt. Alle sind herzlich eingeladen, diese Veranstaltung zu besuchen. Alle Filme werden mit Live-Audiodeskription und Untertiteln für Hörbehinderte gezeigt. Moderieren wird Alex Oberholzer. Dazu stehen Gebärdensprachdolmetscherinnen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.lookandroll.ch. Menschen beim Joggen, Velofahren, in der Bahn haben immer Musik aus Ohrstöpseln dabei. In Österreich hat der Dachverband der schwerhörigen Vereine ÖSB herausgefunden, dass bereits 20% der Bevölkerung ab 14 Jahren schwerhörig sind. Eine EU-Studie zeigt, dass Menschen, die über 5 Jahre lang täglich eine Stunde lang laut Musik hören, geschädigt werden können. In den vergangenen 5 Jahren wurden in Österreich über 40% mehr für Hörgeräte ausgegeben. Im Jahr 2004 waren es 42,7 Millionen Euro, im Jahr 2009 bereits 60 Millionen Euro. Diese Mehrausgaben sind die Folge davon, dass immer mehr Jugendliche betroffen sind. Es hat sich gezeigt, dass Betroffene oft erst 5 bis 10 Jahre später zum Arzt gehen. Dann zeigen sich die schweren Auswirkungen wie Ertaubung, psychische Probleme, Tinnitus und vieles mehr. Das Ziel des ÖSB, des österreichischen Schutzverbandes, ist es, möglichst frühzeitig zu informieren und dies den Menschen bewusst zu machen. Der ÖSB hat in Wien bereits verschiedene Schulen besucht und Vorträge gehalten. Eine gehörlose Mutter, Annette, 42 Jahre von Hamburg, hat einen 7-jährigen hörenden Sohn, Antonio. Vor 2 Jahren hat das Jugendamt Antonia der Mutter weggenommen und zu einer Pflegefamilie gegeben. Das Jugendamt hatte gesehen, dass die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn stark gestört war und auch, dass die Mutter psychisch nicht sehr stabil war. Die Mutter Annette sagt, ihre psychischen Probleme seien gekommen, weil man ihr den Sohn weggenommen habe. Das Amtsgericht hatte entschieden, der Mutter das Sorgerecht zu entziehen. Nach 2 Jahren läuft es nicht gut in der Pflegefamilie. Antonio wird in ein Heim geschickt. Eine Tante von Antonio behauptet, die Pflegemutter sei überfordert. Nun wird abgeklärt, wie es weitergeht. Die Tante kämpft jetzt mit einem Anwalt darum, dass Antonio bei ihr wohnen kann. Das Oberlandesgericht muss jetzt darüber entscheiden. Im März beginnt in Wien das Sommersemester 2011 der Universität. Es werden verschiedene Vorlesungen in Gebärdensprache angeboten. Neu auf der Homepage der Universität von Wien ist, dass im Vorlesungsverzeichnis nachgeschaut werden kann, welche Vorlesungen mit Dolmetschern sind. Momentan sind dies noch nicht viele,
Das Ziel ist es aber, diese Angebote auszubauen. Wie wurde das erreicht? In den Jahren 2009-2010 haben die Studenten protestiert gegen die Beschränkungen des Hochschulzuganges. Der WFD, der Weltverband der Gehörlosen, hat E-Mails von Betrügern festgestellt. Der WFD möchte alle Mitglieder alarmieren. Diese E-Mail-Adresse worldfederationofdeaf@yahoo.com ist ein Betrug. In dieser E-Mail wird darum gebeten, Geld zu spenden. Wenn der gesammelte Wert ca. $50.000 erreicht, werde dieses Geld an verschiedene Gehörlosenorganisationen verteilt. Der WFD ruft deshalb dazu auf, diese E-Mail zu ignorieren und kein Geld zu spenden. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.